Moin, hallo und willkommen zurück zu Day of the Tentacle in der Remastered Edition. Ich bin mit Laverna unterwegs und muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich muss im Zwinger auf jeden Fall die Menschen loswerden mit dem Stinktier, das will gehen. Aber ich muss erstmal es irgendwie schaffen, den Tentakel loszuwerden. Ich gehe mal raus. Und guck mal, ob ich noch irgendwas machen kann. Gönner kann Kaffee, Zaubertinte. Kann ich den Kaffee da reinschütten? Das würde nicht reinpassen. Der Kaffee passt nicht rein. Na toll. Zaubertinte brauche ich eigentlich auch nicht hier, oder? Die habe ich ja schon verwendet. Skalpell. Videoband. Das Videoband weiß ich jetzt auch nicht, wofür ich das gebrauchen kann. Normalerweise verbraucht man die ganzen Gegenstände eigentlich immer. Das Textbuch. Ich kann das Laverne gebrauchen noch. Gucken wir mal. Das Problem ist, die sind alle hier hochintelligent, glaube ich, die Dingens. Vielleicht kann ich mir doch das Buch geben. Gib mir das Buch hier. Jedoch eingeschränkt durch eine nitrogenfreie Unterdruckumgebung kann der Fluxinduktionsstromkreis sehr nützlich sein. Bitte, mir ist schon langweilig. Das bringt leider auch nichts, das Buch. Schade. Was könnte ich denn sonst noch machen? Ich muss irgendwie dich da loswerden. Zigarettenanzünder. Zaubertinte. Ne, das hilft mir alles nicht weiter, ne? Ich spüle das auch mal weg. Ich kann da auch nicht reingehen, weil dann kriege ich einen Elektroschlag. Kann ich den Hamster da reinhalten? Nee, kann ich nicht. Hier. Nein. Den gebe ich natürlich nicht hinter. Nicht her, ne? Ich habe noch einen Trichter. Ich weiß nicht, wo ich den Trichter und sowas brauche. Kann noch. Nasskalter Hamster. Dich muss ich immer noch irgendwie warm kriegen. Ich gehe erstmal nach draußen. Immer noch so viele Fragen. Keine Antworten. So, dann nehme ich das nochmal raus. Ich wüsste nicht, wofür ich das gebrauchen kann hier. Den Zigarrenanzünder. Ich bräuchte den Schrumpfstrahl. Wie kann ich dich austricksen, mein Freund? Geht nicht. Nee, das macht er nicht. Katze. Spielzeugmaus. Tentakelwächter. Sieht gelangweilt aus. Ich würde dich gerne noch ein bisschen mehr langweilen, aber. Mir fällt gerade nichts ein. Das ist jetzt aber ein bisschen doof gerade. Du kannst eh nichts mehr machen, ne? Du hast noch den Schrubber hier. Nee, das bringt mich nicht weiter. Oh, warte mal, kannst du nicht den Dingens rüber schicken hier? Nee, das passt da nicht rein, ne? Ich will nicht. Damit können wir das Auto putzen. Ich habe noch eine Brechstange bei dem Typen, aber ich weiß nicht, wie ich die kriegen kann. Eine Brechstange. Brechstange, Brechstange. Du hast noch so viel Kram dabei. Ich gehe erstmal. Die Kurbel, konnte ich die eigentlich einziehen? Ich glaube, das brachte mir, glaube ich, auch nichts, ne? Schick die Kurbel mal zurück. Aber ich glaube, die brauche ich hier auch nicht.
Was hat Laverne noch, was ich hier gebrauchen könnte vielleicht? Hammer funktioniert nicht. Trichter habe ich hier noch. Gummikotze. Kann ich die Gummikotze... Da ist was in Chrono John. Das funktioniert auch sehr gut. Die Maus brauche ich dann auch nicht. Trichter weiß ich jetzt nicht. Ich gehe erstmal zurück hier. Du hast den, die Kurbel da, ne? Ja. Geh ich mal aufs Dach. Ich muss den Typen da loswerden. Und ich muss irgendwie die Unterschrift haben vom Doc. Ich gehe mal die Abkürzung nach oben. Das ist ein Hin und Her hier und ich habe keinen Plan. Na, das gibt's doch nicht. Weihnachtsbeleuchtung. Oh, wie schöne Weihnachtslichter. Kann ich die einkurbeln? Ziehen. Fahnenstange. Was zur Hölle sollte ich mit einer Fahnenstange? Tja, ich würde gerne Skalpell mit Weihnachtsbeleuchtung. Lieber nicht, mein Pfadfinderleiter hat mich davor gewarnt. Okay, die Fahnenstange. Da ist gerade keine Fahne, weil es schon Abend ist. Kann ich da nicht irgendwas dranhängen? Gummikotze, du hast nur Dingens. Du hast ja auch nichts mehr, ne? Da waren... Nee. Ich kann hier irgendwas noch machen, auf jeden Fall dann. Entkoffinierter Kaffee. Gießen wir den mal hier auf die Weihnachtsbeleuchtung. Hm, soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Flaschenzug. Wow, ein Flaschenzug. Durch die Kombination von flexiblen Materialien und einem Rad kann man einen mechanischen Kraftvorteil bekommen, durch Umlenkung der Bewegung und Kraft. Ich könnte die Mumie hochziehen. Die Frage ist, warum? Ich glaube, Tentakel hatte Dingens geholt gehabt hier. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Ja. Das Problem ist, das bringt mich nicht weiter, ne? Kann ich nicht mit... Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Einer der wenigen Plätze? Einige der vielen Plätze, habe ich das Gefühl hier. Den Vertrag. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Okay. Kann ich die benutzen? Nee. Benutze Vertrag, ziehe Vertrag, drücke Vertrag, gib Vertrag. Ich würde den gern wegschicken, aber das funktioniert leider nicht. Dich kann ich, glaube ich, hochziehen dann. Ich muss nur überlegen, wie. Ich weiß es doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie kann ich den Tentakel loswerden? Mit einer Maus? Das bringt auch nichts. Der Tentakel muss auf jeden Fall weg da. Kann ich mich mit dem anderen Tentakel noch ein bisschen unterhalten? Er hat ja ein bisschen Zeit jetzt. Ich würde den ja gern wegschicken. Ah, hallo! Habe ich dir schon erzählt, wie ich mal einem entflohenen Menschen bis nach Madagaskar gefolgt bin? Er entkam auf einem Thunfischboot und ich bin nur knapp zu spät gekommen, um es zu stoppen. Das einzige Boot, was noch über war, war ein Ruderboot. Ja? Schon gut, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Okay. Da kann ich hier reingehen, das bringt mich nichts. Ich muss auf jeden Fall was mit dem Tentakel im Dingens machen. Und mit dem anderen Dude bin ich auch noch überlegen, was ich da machen kann. Moment, kann ich die Dings nicht nutzen? Die unsichtbare Tinte vielleicht?
Ich muss irgendwie irgendwas mit Harold machen. Ich weiß noch nicht genau was. So, warte mal, du hast doch noch die Tinte hier, ne? Dieses Kaugummi kannst du auch nicht mitnehmen, ne? Drücke Kaugummi mit Groschen drin, ne? Gib Kaugummi mit Groschen. Ziehe Kaugummi mit Groschen. Es klebt am Boden fest. Ich kann es auch nicht abziehen oder so, ne? Öffne Kaugummi mit Groschen drin. Das ist ohne Papier. Ich brauche Papier. Hier. Besser nicht. Das machst du natürlich nicht, na gut. Nochmal nach unten gehen. Und die Tinte wegschicken. Und Laverne hat die Tinte? Yep. Kann ich die Tinte vielleicht bei Dingens nutzen? Jetzt habe ich echt schon zig Millionen Sachen ausprobiert und ich komme ja einfach nicht weiter. Einfach nur ein sinnloses Hin- und Hergelaufen. So. Schauen wir mal. Harold, hier. Oh, davon kriege ich nie genug, du listiges Tentakel. Was für ein hübscher Junge. Hey, danke auch. Oh, davon kriege ich nie genug, du listiges Tentakel. Gehen wir nochmal los. Okay. Schaut euch mal die Haare an. Huhu, schaut euch die Haare doch noch einmal an. Ach, schon gut. Ich glaube, das bringt nichts mit den Haaren, ne? Wahnsinn! Tolles Haar für eine einfache Mumie. Ja, sie hat etwas Fleischhaftes. Aber hat sie auch Sterne und Blitze? Nein, Harold ist immer noch besser. Aber wenn Harold, sagen wir mal, tot umfallen würde, bekäme die Mumie den ersten Platz. Einverstanden. Harold müsste tot umfallen. Wie sieht das mit den anderen Sachen aus? Komm, gucken wir mal. Wenn wir uns endlich über das schönste Grinsen geurteilt. Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Ach, schon gut. Der Ruhige da, mit dem Verband, hat das größte Lächeln, das ich je gesehen habe. Aber die Zähne sind nicht so weiß wie die von Harold. Stimmt, das ist kein Vergleich. Aber wir sollten der Mumie den zweiten Preis geben, für das längste Grinsen. Meinetwegen. Das längste Grinsen, okay. Wie sieht das mit dem Lachen aus? Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Ach, schon gut. Okay, wer weiß den Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Ein Klassiker! Oh Mann. Ich glaube, unser Mumienfreund ist ganz schön witzig. Schon, aber Harold ist besser. Oh, natürlich. Harold gewinnt. Aber wenn Harold nicht da wäre, dann wäre es die Mumie gewesen. Stimmt. Das heißt, wir müssen noch dran arbeiten. Tippex. Für die Mumie. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Ich muss die Zähne aber anmalen noch, ne? Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Ich muss Harold loswerden, fürchte ich. Die Mumie kriegt den zweiten Platz, aber mehr nicht. Komm, wir nehmen den Dosenöffner hier. Besser nicht.
Wie kriege ich bloß deine Haare da frisiert? Oh, hier. Ich kann diesen Wettbewerb auch ohne Betrügen gewinnen. Zumindest ohne jemanden umzubringen. Ach komm schon, so ein bisschen. Ich kann diesen Wettbewerb auch ohne Betrügen gewinnen. Besser nicht. Wie besser nicht? Besser nicht. Anderen Teilnehmer. Nettes Lächeln. Oh ja, sieh dir dies an. Ha, ich habe schon Pferde besser lächeln sehen. Blanker Neid. Blanker Neid, ja, das kannst du wohl laut sagen. Das sieht nicht so aus wie ein guter Platz, um eine Panik zu verursachen. Rote Farbe? Nein, ich mag die alte Farbe. Hehe, den mochtest du, was? Kann ich das vermischen? Zaubertinte benutzen? Zu langweilig. Kann ich das benutzen mit Dingens? Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Dann implodiert das Universum. Ha, was mache ich denn jetzt? Nein, ich mag die alte Farbe. Zu langweilig. Komm, stopfe nicht daran. Nein. Es muss doch irgendwelche Dinge geben. Hier, komm. Besser nicht. Probieren bescheuerte Sachen aus. Das geht nicht? Nein, wäre auch zu einfach. Tja, da muss ich mir noch was einfallen lassen, aber ich muss dann nochmal drüber nachdenken. Und dann schauen wir, was dabei rumkommt in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis dahin, ciao.